es ist Halloween und frühmorgen bei unserer Familie Jensen. Ich habe jetzt mal so geguckt, was man Halloween machen kann. Für Connor steht da jetzt nicht so viel an. Leider nur dieses Süßes oder Saures, denn eine Kostümkiste habe ich nicht gefunden. Achso, klicke auf deinen Sim und wähle Kostüm tragen. Okay, jetzt weiß ich, warum es hier keine Kostümkiste gab. An sich wird der Tag aber trotzdem noch ziemlich gewöhnlich. Ich meine, mit einem Cassiopeia können wir nicht viel machen. Kontakt zum Jenseits können wir eh noch nicht machen, weil wir... Naja, was ist denn hier los? Hilfe, Hilfe. Können wir eh noch nicht machen, weil noch niemand tot ist. Aber ansonsten... ist es für mich kein Ding, aber es ist draußen sehr kalt geworden, wie ihr seht. Also die tragen jetzt alle Mütze und so, also das wird schon. Die kann erst mal, sie kann erstmal alles verkaufen, bevor sie sich dann, oh Gott, ihre Bedürfnisse sehen ja grausam aus, bevor sie sich dann ein Gericht nimmt. Sie hat über Nacht übrigens ihr Buch beendet, was ich sehr gut fand. Und ansonsten ist nicht viel passiert. Bis auf das Cassiopeia Hunger hatte und dementsprechend gefüttert wurde von Jeremy. Aber ansonsten kann man hier nicht wirklich viel Neues verbuchen. Er kann, bevor er zur Arbeit geht, sich nochmal ein Gericht nehmen. Was ist denn hier los? Trinken. Aha. Ich trinke etwas in der Bar. Oder aus dem Kühlschrank. Okay, dann trinken wir dann ein bisschen was. Tierängste. Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Mister nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Also beobachte deine Haustiere, um herauszufinden, was ihnen Angst macht. Okay. Ich weiß nicht, was Mister Angst macht. Ich höre sie hier die ganze Zeit nur quieken. Mietz, Mietz. Arme Mietz, Mister. Ist gut. So, Halloween. Es ist... Ein bisschen chaotisch. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gerne, dass er auch um die Häuser zieht. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinne der Möglichkeiten ist. In Sims 3, ja. In Sims 4, keine Ahnung. Ich habe gesehen, er muss eigentlich arbeiten gehen. Und er hat heute keine Arbeit, weil Feiertag ist. Aber ich dachte... ja, egal. Dekoriert haben wir. Das ist gut. Hat jeder jetzt dekoriert? Das ist bei jedem abgehakt. Bei ihm nicht. Connor ignoriert das eh. Das ist schön, aber sie hat auch die... okay. Alles gut. Ich würde sagen, man könnte eigentlich auch was mit der Familie machen, weil wir zusammen irgendwo hingehen. Das Problem ist, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, wohin man gehen könnte. Dementsprechend würde ich mich erstmal um ihre Bedürfnisse kümmern, die immer noch im Keller sind. Daher gehst du mal duschen und ins Bett und... ich dachte, er hat halt wirklich Arbeit. Ne? Das wäre super gewesen, aber anscheinend sieht es nicht so aus. Ich weiß nicht, kann er sich denn trotzdem verkleiden? Dass er heute mal ein bisschen strange rumhängt, auch schon... auch schon um diese Uhrzeit Kostüm tragen. Oh, Luke Skywalker. Boba Fett. Was auch immer Boba Fett ist. Aber ich finde Darth Vader ganz passend. So nach dem Motto... ich bin dein Vater und wenn er das zu Connor sagt, das fände ich gut. Und Connor kostümiert sich eigentlich auch schon mal. Ich glaube, er ist genauso verrückt wie sein Dad und er macht es einfach. Kostüm tragen. Ey, es gibt ja nur zwei. Dann ist der Großmeister Yoda. Man kann das Katzenklo... oh mein Gott, sieht das lustig aus. Er kann das Katzenklo mal säubern. Ich würde gerne wissen, wie du aussiehst, wenn du dein Kostüm trägst. Ich meine, du kannst erst nochmal Priya streicheln, das ist kein Ding. Aber ansonsten, vor allem hier unten auch, finde ich das gut. Ein bisschen verloren aus. Okay. Habe ich dir eigentlich... ja, habe ich. Ich wollte das Ding, dann kann er nämlich Doktor spielen. Warum kannst du das Katzenklo nicht aussortieren? Ist der Müll voll? Das mit dem Katzenklo ist jetzt eine richtig blöde Sache. Dann holen wir uns jetzt einfach mal einen Mülleimer. Und ich google das jetzt einfach. Googeln, ich sag schon googeln. Müll. Guck mal, das hier wollte ich... da ist noch ein Mülleimer. Was ist denn da jetzt das Problem? Kommst du an dieses Katzenklo nicht ran? Aber ich meine, die Katze ist ja auch rangekommen. Also dürfte es da eigentlich kein Problem geben. Mal gucken. Ich weiß nicht, was das Problem jetzt ist, aber irgendwas muss es ja sein. So, süßes oder saures, Kinder kommen wahrscheinlich abends. An sich wird es ein ziemlich normaler Tag, denke ich. Ich würde ihn bloß vielleicht nochmal aufs Schaukeln schicken dann. Weil ich die Schaukel einfach noch nicht ausprobiert habe und
Oh, bitten auf der Schaukel angeschubst zu werden. Du kannst zwar ein bisschen besser mit deinem Vater verstehen, wenn er eh schon frei hat. Da kann Darth Vader ihn mal anschubsen. Isst du jetzt was, Jeremy? Was ist denn los? Ist es jetzt im Trend, hier so rumzustehen? Hm. Was ist hier los? Also ich meine, du kannst gerne noch den ganzen Tag da rumstehen, aber irgendwie ist das na so langsam. So, Ophelia, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Du schläfst, das ist eine gute Sache. Das war eigentlich auch mein Plan und sie schläft auch noch eine Weile. Ich hoffe einfach mal, dass sie durchschläft. Aber bisher hatten wir da eigentlich auch keine Probleme. Hier am Jeremy. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie musst du dann mal langsam was machen. Das wäre wirklich großartig von dir. Na, ich glaube, heute wird es bei dem nicht mehr. Der steht nur so in der Gegend rum und denkt sich, yo, mein Leben ist toll. Soll ich den mal resetten? Ich habe keine Ahnung, was er da tut. Naja. Yoda! Du kannst... Ja gut, schaukeln habe ich jetzt abgebrochen bei dir. Du kannst doch mal das Katzenklo sauern. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber irgendeinen scheinst du zu haben. Jeremy. Also langsam... bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Ich weiß gar nicht, ob das Reset-Sim noch so klappt wie damals. Wir könnten ihn dann halt höchstens irgendwo hin porten gleich. Aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, hier funktioniert gar nichts mehr. Die Verantwortung von Conroe ist super hochgegangen, das ist schön. Dann lassen wir Jeremy jetzt einfach mal erstmal dort stehen. Ich habe keine Ahnung, was er tut, warum er das tut und wieso und weshalb. Was war denn jetzt? Alles gut bei dir? Ja, in die Mülltonne bitte. Das wäre super freundlich. So wird das nämlich gemacht, mein Freund. Und dann kannst du schaukeln. Ich finde, schaukeln wäre eine super Idee. Mal einfach, damit ich gucken kann, wie es ist und was... Ich werde Jeremy jetzt einfach mal ein bisschen vom Fleck bewegen. Ich weiß nicht, warum gerade ich immer irgendwelche Probleme im Let's Play habe. Gefühlt hatte ich das noch nie in einem Spiel, wenn ich nicht aufgenommen habe. Wirklich, ja, genau. Wirklich nie. Also ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir Jeremy nicht verkaufen. Das wäre ja tragisch. Ah, ich kann ihn gar nicht verrücken. Ich kann höchstens... Ja, dann rückt er ein bisschen weg. Na, ich bin gespannt. Ob jetzt irgendwas geht. Also bewegen kann er sich zumindest. So ein bisschen rumdümpeln. Ja. Wir haben Jeremy irgendwie gefixt, was ganz toll war. Okay, Jeremy. Dann ganz typisch diese Familie. Und ganz typisch ich beim Spielen. Nee, wir müssen einfach mal schaukeln. Und wir müssen bitten, jemanden bitten mitzuschaukeln. Bitten auf der Schaukel angeschubst. Ich glaube, es ist das. Ich würde gern Connor anschubsen. Das fände ich gut. Und dann gucken wir da auch nochmal zu. Und Ophelia schläft noch eine Weile, aber wenn die dann ausgeschlafen ist, wird sie sich definitiv um die Kiddies kümmern, die hier vorbeikommen. Ich meine, geschmückt ist ja auch schon. Sie kann dann auch mal im Garten zusammen singen. Was mit den Pflanzen, oder was? Sie kann dann mal alles verkaufen. Das bringt auch noch ein bisschen Geld ein. Ah, da geht's los. Connor wird... Ach, Connor schaukelt jetzt alleine. Ja, das ist schade. Und kann Jeremy sich jetzt endlich mal umziehen? Kostüm tragen. Darth Vader hätte ich gerne hier. Oder wird einfach das Dienstmädchen. Das wäre natürlich auch witzig. Das machen wir so. Einfach ihn als Dienstmädchen. Finde ich gut. Dann kann er diesen Tag mal putzen. Da freut sich Ophelia auch. Dienstmädchen.
So. Er spielt ab. Connor hat jetzt geschaukelt. Ich glaube, das hat ihm sehr viel Spaß gemacht, hat aber an sich. Hat ja auch noch Hausaufgaben zu tun. Sorry, Connor, da musst du ran an den Speck. Kann er eigentlich. Er kann üben. Ich würde ihn dann halt tatsächlich auch mal üben lassen, weil ich finde, das kann man machen mit ihm. Die Kleine ist aufgewacht und stinkt schon wieder. Ich glaube, das mit dem Töpfchentraining habe ich noch nicht so ganz unter Kontrolle. Dementsprechend würde ich sagen, wir wickeln sie. Das geht doch bestimmt irgendwo bei Kinderbetreuung. Das Dienstmädchen ist da. Windeln wechseln war der Plan. Ich dachte, er zieht sich jetzt wirklich so ein Hausmädchenkostüm an. Das wäre cool gewesen, ja. Also so ein, kennt ihr diese Röckchen? Das wäre echt cool gewesen. Aber anscheinend... Was möchte er denn hier? Witz erzählen. Kann er ihr einen Witz erzählen? Lustig. Nein, kann er leider nicht. Aber wir können dann auch hier einen Witz erzählen, sollte sie aufwachen. Hast du jetzt die Windeln gewechselt oder wie sieht das hier aus? Was macht Papi? Ja, Papi spielt jetzt mit dir. Das finde ich süß. Moment, da müssen wir zugucken. Wenn Papi mit Ophelia spielt, also das ist eine Premiere, weil ich glaube, Papi ist halt einfach so selten da, dass das einfach viel zu selten passiert. Er spielt vor allem alleine. Ah, da kommt sie. Whoop. Ja, ist das süß. Ich liebe die beiden. Ich liebe diese Familie an sich schon. Moment. Oh Gott, cute. So, ich sehe, er ist fertig und kann mal auf die Toilette. So. Wacht Ophelia jetzt langsam mal auf, weil ich meine, so lange geschlafen ist ja dann ein bisschen übertrieben. Wir können sie dann auch gleich umziehen. Also sie kann sich ein Kostüm anziehen, na, wenn sie wieder reingeht. Und er muss aufs Toilette, wie gesagt, das machen wir schon. Und dann kann er eigentlich auch mal üben, also hier spielen. Damit er auch Logi bekommt, weil ich glaube, das war für seinen Beruf wichtig. Steht jetzt hier nicht so, aber Logik finde ich immer gut. So, wir bekommen ein bisschen Geld rein. Und ich finde, alle 1000 Simoleons können wir dann auch mal ein bisschen umbauen. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Er kann ja auch einen Witz erzählen, das wollte er ja gern. Also sobald wir dann wieder 1000 Simoleons zusammen haben, geht das los. Du wolltest einen Witz erzählen? Dann kannst du einen Witz über Enten erzählen, das ist immer lustig. Und die Wange küsst, finde ich auch noch süß. So. Das Geld kommt rein, hier hinten auch, hoffentlich. Sind die trocken, die Pflanzen, oder sollen wir die, also, oder sind die Jahreszeiten Sommer und Herbst, okay. Aber ansonsten steht hier nicht, ob es denen schlecht oder gut geht. So. Wir bekommen hier noch ein bisschen Geld. 723 Simoleons. Also nach einem Tag würde ich sagen, können wir dann auch tatsächlich mal wieder ein bisschen umbauen. Ich würde halt gerne so ein bisschen, eigentlich will ich keine Sachen mehr kaufen, das sieht nämlich alles ganz gut. Oh Gott, was ist hier denn passiert? Wir gucken den jetzt erstmal zu. Ach, er spielt ja eh noch, okay. Das heißt, sie hat in der Zeit noch ein bisschen Zeit für ihre Tochter, wie es aussieht. Und sie kann mal ein neues Buch machen, weil sie hat Schreiben fast voll. Also schreiben wir ein Genrebuch und wieder ein Kinderbuch. Startet sie erstmal durch als Kinderbuchautorin und dann sehen wir weiter, wie das wird. Ich würde sie gerne als Horrorbuchautorin, aber Horror gibt es, glaube ich, vom Genre ja gar nicht. Jeremy hat 184 am Feiertag verdient. Ja, das ist ja mal eine super Sache. Der, wie gesagt, noch einen Tag. Nee, das haben wir schon. Das können wir ja nicht machen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach eine Zahl hinschreiben? Tiger halten 6 Schläfchen. Das ist die Fortsetzung von Tiger halten keine Schläfchen. Jetzt wissen sie, wie sie das tun und machen es deswegen. Keine Ahnung. Besonders kreativ, wie ihr seht, bin ich geworden. Und ansonsten habe ich hier gerade schon wieder was in der Hand, wie es aussieht. So. Er spielt halt immer noch Schach. Das wird eine Weile dauern, bis er seinen Logikpunkt bekommen hat. Wir können sie auch eigentlich kostümieren, wenn das... wenn das geht. Geht das? Ja, es geht. Feiertagshelfer, Monster. Aber komm, wir machen sie zum Monster. Das finde ich süß.
Bist du mein kleines Monster, Ophelia? Hm. Oh, das möchte ich sehen. Oh, cute. Guckt euch das an. Cute. Okay. Ja, ich würde halt das Haus ein bisschen dekorieren gerne, so, dass man ja auch ein bisschen wohnlicher es hat und so, also das wäre schon nicht schlecht. Gut, sie macht den Punkt noch voll, würde ich sagen, und dann brechen wir bei, also beide machen den Punkt noch voll und dann würde ich mal ihnen den Witz erzählen lassen. So, mach das bitte noch voll. Wer ist denn jetzt eigentlich ein Level aufgestiegen? Ja, das heißt, du kannst jetzt aufhören. Und bei ihr warten wir noch kurz, aber er kann ja schon mal herkommen. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Ah, die hat schon wieder Hunger. Oh, der ist bald verdorben. Wir tun ihn mal hier rein. Wir können sie jetzt eigentlich noch was kochen lassen. Das ist eigentlich nicht so eine schlechte Idee. Abendessen servieren. Heute gibt es Würstchen mit Bohnen. Das klingt nach so einer richtig krassen Mahlzeit. So, Level 4 der Schreibfähigkeit erreicht. Alles gut. Level 5 noch und dann können wir die Bücher endlich mal verkaufen. Und dann bringen sie auch tatsächlich ein bisschen was ein. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Ah, oh, Cassiopeia hat soeben Freundschaft mit Priya geschlossen und das ganz ohne, dass ich irgendwas dazu gemacht habe. Und die haben alle wieder Hunger. Okay. Was ist das? Ich dachte schon, was ist das denn? Okay. Damit bei ihm die Verantwortung auch ein bisschen steigt, können wir ihm eine Tierschüssel füllen. Und dann nochmal hier was für die Empathie tun. Wie sehen denn seine Werte überhaupt aus? Empathie ist gut, Verantwortung ist sowieso bei mir immer irgendwie ganz schnell oben. Das habe ich nie so ganz unter Kontrolle und Manieren sehen auch nie so gut aus. Aber mal gucken, wir kriegen das schon in den Griff. Und haben die beiden sich jetzt den Witz erzählt, wie ich das wollte? Er kommt. Und sie hat das Essen auch fertig. Ach, sie hat es nur für sich jetzt zubereitet. Na, das ist ja blöd. Macht er jetzt eigentlich noch was oder hat er das abgebrochen? Er geht schlafen. Warum gehst du jetzt schon schlafen? Also, das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben. Du kannst jetzt... Naja, das hat er jetzt irgendwie nicht gemacht, aber du kannst halt das machen. Ein von Herzen kommendes Kompliment. Und dann gucken wir mal... Das ist schon wieder totales Chaos hier. Dass wir das reparieren. Und er sieht auch nicht mehr so gut aus. Hör mal auf mit Spielen. Du tust mir schon die ganze Zeit leid. Du spielst schon den ganzen Tag. Das ist schon ein bisschen... Was macht sie denn da? Also sie hat ihm zugeschaut. Aber danach kann sie eigentlich sich auch ein bisschen mit ihrem Bruder anfreunden. Denn ich finde, das ist eine ganz süße Sache. Wir können uns liebevoll umarmen und so. Krabbeln. Schnell hinterher. Dann lassen wir mal sein Empathiespiel ausfallen, damit die das machen können. Ja, komm, Yoda. Alles gut? Komm her. Ja, er kommt. Oh mein Gott, wie süß. Was ist denn da los? Oh, Cassiopeia, was ist denn los? Wer hat gepupt? Oh, Yoda und Cassio. Okay, er sieht einfach zu komisch aus. Okay, der Tag nackt sich... Oh, Moment, das ist ein Kind. Wup, wup. Achtung. Lea Schmitz. Du kriegst Süßes. Du siehst nämlich toll verkleidet aus. Hey, warum kommst du einfach rein? Also, das ist aber nicht in Ordnung. Lea, also... Schon mal was von Manieren gehört. Du hast aber auch nichts bekommen, ne? Hm. Vielleicht kann Connor auch das nächste Mal gehen, falls noch ein Kind kommt. Aber ich glaube, die erzählt jetzt in der Nachbarschaft rum, da gibt's nichts. Ich stand 5 Minuten vor der Tür und niemand kam und ja, Connor ist jetzt die Erbsen, okay. Mutti, warum hast du eigentlich... Ach, da sind die Würstchen mit Bohnen. Ah. Tun wir mal einen Kühlschrank, damit die auch noch ein bisschen halten. Und dann halte ich trotzdem noch Ausschau nach Kindern. Du gehst jetzt noch nicht schlafen, habe ich doch gesagt. Du kannst jetzt... Ich meine, es ist 18 Uhr, das ist ein bisschen...
bisschen schräg jetzt, aber du kannst dir eigentlich was zu trinken machen, aber irgendwie geht das doch nicht. Schade, ich hätte jetzt gerne, ne, dass er was trinkt und so. Aber okay. Was machst du? Küssen. Oh, das ist süß. Ich mag die beiden. Du hast dich übrigens immer noch nicht umgezogen. Das geht nicht. Du bist jetzt Prinzessin Leia. Das finde ich cool. Das sieht ultra cool aus. Okay, sie ist auch vollkommen zufrieden mit dem Tag. Und das, obwohl der Tag eigentlich gar nicht so krass war. Und er würde halt super gerne was trinken, aber irgendwie, naja, wird das nichts, glaube ich. Und er ist auch nicht so zufrieden mit dem Tag. Ah, guck mal, da ist noch jemand. Alexander Krusel. Du kannst Alexander Krusel nichts geben. Ich dachte, du magst diese Tradition. Hm. Okay, Jeremy, bevor du mir hier wirklich einschläfst, kannst du das nochmal machen hier mit dem Kitty? Der kriegt Saures. Und ich weiß nicht, ob Connor selbst um die Häuser ziehen kann. Ich weiß nicht, ich würde es... Also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es geht. Haushalt aus der Galerie 1, Residenzbesuche. Ich weiß nicht, ob es geht, aber es wäre wahrscheinlich sehr umständlich, wenn man dann wirklich das Ganze, also dieses Haus besuchen muss und dieses und jenes und das... Ist, glaube ich, ein bisschen schwer. So, Moment mal, was machst du eigentlich am PC? Wenn du nicht schreibst, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Die Kids schlafen, was jetzt eigentlich noch viel zu früh ist, weil es ist einfach... Naja, erst 19 Uhr am Wochenende. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Wir räumen hier einfach mal ein bisschen auf. Zähne putzen an dem... Waschbecken würde ich nicht mehr. Bevor du schläfst, du wirst nämlich dann viel zu wach, früh wieder wach, kannst du dir einfach mal alles säubern. Sie schreibt dort wieder, das ist ganz gut. Ist noch ein Kind an der Tür? Nein. Ich glaube, es wird langsam auch zu spät für Kinder. Wir hatten insgesamt zwei. Das sind immerhin zwei. Ja. Es wird angerufen. Ich verhungere. Sollen wir Mittag essen? Ja gut, ist jetzt vorbei, aber Mittagessen ist jetzt ein bisschen spät, Clay. Da kommst du ein wenig spät, hätte ich jetzt vermutet. Ja. Ein bisschen eher hättest du mich fragen können. Du könntest das Klo mal säubern. Allgemein könnte man hier mal ein bisschen mehr säubern. Ich glaube, wir brauchen eine Putzfrau. Einfach so viel Zeit auch fürs Putzen, dass einfach ja, Zeit für andere Sachen fehlen. Was irgendwie schade ist. Tatsächlich. Okay, Connor ist müde. Und ist schon wieder am Schlafen. Das finde ich ganz schlecht. Das ist eine ganz schlechte Idee, Connor, weil du dann viel zu bescheuerten Rhythmus bekommst. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was ich mit dir machen könnte. Connor ist für mich sowieso ein bisschen so ein Rätsel, weil ich mit dem halt das Problem habe, ich habe für den kein richtiges Hobby, was ich mit dem ausführen könnte. Ich weiß nicht, wie es hier überhaupt aussieht. Ich glaube, Kreativität sieht ganz gut aus. Und sozial halt. Aber an sich ist es halt sehr schwierig, finde ich. Mit Connor irgendwas Ordentliches zu machen. So, wie sieht es bei dir aus? Levelaufstieg. Ach, das ist Connor mit Mental. Das ist gut. Und bei ihr sieht es mit dem Buch auch ein bisschen weiter. Also ich würde gerne die Schreibfähigkeit so bald wie möglich ausbauen, damit sie an Verleger verkaufen kann. Und... Ja. An sich. Oder kann sie das jetzt schon... Was ist das hier? Süßigkeiten-Sammler, jetzt noch. Kannst du dem jetzt irgendwie was geben? Nein. Süßigkeiten-Sammler. Hier, guck, das übergroße Kind bekommt jetzt Süßes. Dann ist auch alles gut. Ach, da geht jetzt wieder. Nee, Jeremy steht auf. Und Jeremy hat Hunger. Guck mal, es sind ganz tolle Würstchen im Kühlschrank. Die kannst du dir nehmen. Die hat deine Frau ganz toll gemacht. Es wird auch langsam besser mit dem Kochen, hoffe ich. Ansonsten wäre das irgendwie traurig. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Essen. Du möchtest jemanden bedrängen. Naja, er ist jetzt leider weg. Ansonsten kannst du deine Frau bedrängen.
Die freut sich, wenn du das tust. Über Halloween beschweren. Baby machen, alles Klärchen. Du kannst dich über Halloween beschweren. Fandst du nicht so toll. Wie kriege ich denn jetzt spitzbübig bedrängen? Scheiden lassen, alles Klärchen. Beleidigen, streiten. Nein, nein, nein. Ja, guck mal. Bedrängen Sie mal spitzbübisch. Das ist nicht schlecht. Lass uns in die Karaoke-Bar gehen. Ach, der Clay tut mir leid. Wir müssen den halt ständig absagen. Das ist blöd, aber... Der kommt halt immer an ganz unpassenden Momenten. Und warum hast du nicht gegessen? Wo sind denn die Reste hier? Clay, es tut mir leid. Wirklich. Und ansonsten ist die Nacht eigentlich schon wieder vorbei und jetzt wird wahrscheinlich nichts Krasses mehr passieren, außer dass Clay... Ach Quatsch, Clay. Dass Jeremy am Schreibtisch von Connor ist, weil einfach alles andere zugemüllt ist und die Babys reinkommen und betteln. Also ganz typischer Abend hier wieder bei den Jensens. Man kennt es nicht anders.